Ich habe jetzt noch mal das Haus genommen, dass wir es mal vernünftig machen. Aber der Mikey? Ja. Was ich dir heute wegen meinem Router geschrieben habe, ist schon wirklich traurig, ne? Ja, ja. Ich hab ein Knicklich. Aber Hüten. Das mit dem Talk bringt ja gar nichts, ja. Sarah. Weil wir uns ja im Spiel uns unterhalten müssen. Blöd. Ich habe mal dem Mikey heute erzählt, dass ich mir. Ich habe mal jetzt eine neue Internetleitung. Ne? Ja. Epics. Warte mal ganz kurz. Schatz, geh mal bitte raus. Ich unterhalte mich hier gerade und laberst dazwischen. Das nervt mich. Halt die Schnude oder geh. So, ja. Ich hatte ja vorher immer so ein bisschen Upload-Probleme. Mein Stream ist alle halbe Stunde weggeknackt und alles sowas, ne? Die haben 2 Jahre gebraucht, um zu checken, dass es mein Router ist. Nice. Normalerweise wäre sowas das Erste, was man checkt, oder? Ja, aber kennst du ja. Die sind immer so. Wenn ihr die Hand nochmal findet, packt sie in den Van. Doso, warum? Leute? Ja? Josef, ich glaub, den Knochen hast du noch nicht. Der ist für dich. Komm her. Psst! Mikey! Der Diose. Ja, ja. Wo denn? Josef sagt, wenn wir die Hand nochmal finden, sollen wir sie einfach mitnehmen. Sollen wir mit nach Hause nehmen. Dankeschön. Gerne doch. Ich glaube, das Becken hatte ich schon. Hatte ich aber auch nicht. Ich habe gerade mal ein Rückgrat. Bist du hier? Nö, Josu, Knochen gehört an. Nö, Josu, die haben wirklich 2 Jahre gebraucht. Oh. File-Logger aufzufüllen. Ja, hallo, ich will. Endlich hab ich mal Rückgrat. Mikey, endlich hab ich mal Rückgrat, ja? Ja. Der Geist hat eine Tasse geworfen. Was? Lass an. Stimmt. Da hat Josu recht. Kommt in die Vitrine. Das kann ich nicht mehr so gut ordnen. Ja, das ist wieder da. Die liegt wieder auf dem Wickel. Einfach mitnehmen. Ja, nimm sie mit und schmeiß in den LKW. Da lag eine Tasse auf dem Boden. Ich weiß, Jo, so hab ich gesehen. Ich hab nur gerade kein Fotoapparat bei. Bist du hier? Waren der vorhin hier hinten, ne? Bist du hier? Die Hand ist jetzt im LKW. Ja, gut. Sauber. Kannst du ein Bild machen? Ich habe keine Kamera dabei, Josu. Bist du hier? Wir hatten von euch ein Fotoapparat bei. Toilettengeist. Osel, du, ne? Irgendwann ist ein Toilettengeist. Ja, warum? Wo bist du? Was willst du? In der Küche hat der Geist eine Tasse nach mir geschmissen. Die musste fotografieren. Das ist zu spät, Josu. Die hat Mikey schon weggebracht. Die Hand hätte man vorher knipsen sollen. Ja, die Tasse hat auch keinen Beweis gedünst gebracht. Aber für sicher ist sicher, ne? Jo. Oh, Buttermesser. Buttermesser. Also bis jetzt habe ich noch keinen Beweis oder so, dass wo der Geist ist gerade. Ich habe gerade irgendwas gehört. Wer hat das eben? Dieser hier. Da auch kein Ausschlag, nix? Absolut null. Lang. Wie heißt denn der überhaupt diesmal? Das kannst du auch im Buch. Nein, kann ich nicht. Was ist denn zum
Skelett da ist es? Der heißt Peter. Peter Thompson. Peter. Aus Hacke Peter. Wo steht da? Da geht. Sein Leibgericht Hacke Peter. Peter Thompson, bist du hier? Peter Thompson. Peter Thompson. Warum Peter, ja, komm rein. Was hast du irgendwie hast du irgendwie einen Klofetisch oder so? Ich hab keinen Namen. Ja. Peter Thompson, bist du hier? Ich lasse es mal liegen. Ja, mach das. Peter, schreib ins Buch. Ey, Peter. Ist von Pete's Meat oder was? Oh, geil, Fernsehen. Peter, bist du hier? Sag mal, Arno, musst du immer Fernsehen gucken? Ey, ist doch voll das nice Programm, oder nicht? So viele Farben. So schön bunt. Ja. Peter, bist du hier? Wenn ja, dann rede über die Geisterbox mit mir. Mach mal Licht aus, was ist denn das hier? Willst du jetzt hier Darkmoon draus machen, oder was? Ja, ich muss jemand sehen mit dem blauen Licht. Blaulicht? Wir hatten hier noch eine Taschenlampe an, meine Güte. Keine Ahnung. Einen verstecken sich in Schränken, Peter, die anderen im Klo. So, ja. Bist du hier? Peter, gib uns ein Zeichen. So, ey, Küken. Zeichen. Ja. Hast du irgendwie Badezimmerfetisch oder? Wieso? Ja, damit hängst du am Pott. Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen? Gute Verdauung. Scheißen, aber vielleicht nachher. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Okay. Ein einfaches. Du musst doch nicht scheißen, was denn da los? Ein einfaches Ja oder Nein hätt's getan. Ja, schreib den Buch. Geil. Voll das Famer Autogramm und so. Mach mal einer nicht, ich brauch Foto. Adi. Geh mal weg, mach mal Taschenlampe weg, ich will mal gucken. Sieht man da irgendwas? Schön schön. Welche Abdrücke? Abdrücke sind meist am Fenster oder Tür. Minus. Also, Geisterbuch, Gefriertemperatur. Ja, was fehlt denn jetzt noch? Was machst du da? Wo ist denn der Dots-Projektor, Leute? Den hab ich hier, bei. Ich hab den. Da, dann tu mal her. Shade, okay. Da. Schüchterner Geist, ja, könnte sein. Mach mal bitte das Licht aus. Ey, Peter, du alte Säge! Hast du ein bisschen Hogge-Peter dabei? Ich drehe einen Live-Dokumentarfilm. Aus Hacke-Peter wird Kacke-Später. Den hab ich schon gebracht. Ich wollte aber auch nochmal. Ist nicht. Fuck you. Nö. Ich sehe hier ein Lämmchen, aber ich weiß nicht, wer das von euch ist. Ach, Küken. Hi. Ach, Küken. Ich drehe einen Dokumentarfilm. Ich kann dir voll in die Nase filmen. Was geht hier ab, ihr Nutten?
Buh. Also bis jetzt ist noch überhaupt nichts sichtbar. EMF will er auch nicht. Ein Zeichen, wa? Der verhält sich ganz ruhig, da passiert gar nichts. Kamera wieder aus. Das war eine. Hallo? Hallo? Ich sehe nichts. Ich glaube mit C, junge Dame. Hab ich schon. Ich stell hast du schon? Packst du jetzt einfach vor den Fernseher? Hä? Ich hab gesagt, ich pack die da einfach mal hin. Die kackt voll vorm Fernseher. Ich glaube, ich spinn. Gib uns ein Zeichen. Ey, yo, Peter, du alte Socke. Gib mal ein Zeichen, wa? Also, der Peter, der hat keinen Bock, wa? Vielleicht wird er jetzt aktiv. Warte, nicht reinlaufen, lass ihn mal alleine. Der reagiert aber auf alle, also Einzelperson ist nicht. Okay. Langweilig, der Typ. Oh, ja. Moin. Und? Thompson, Peter Thompson. Ach so, ich habe gedacht, das ist ein deutscher Geist. Nee. Den hatten wir vorhin, wir hatten vorhin Kevin. Bist du hier? Voll der Ober-Kevin, ey. Voll der Noob, der Idee. Habe ich die Scheiße hingestellt? Kann jemand umstellen? Ich habe auch schon eine platziert gehabt. Okay. Ob sehe ich nichts. Warte mal, was kann das denn noch sein? Nicht mehr viel. Dämon. Jetzt kommt der nächste mit seiner Latüchtige rein. Du Bläder, Hund, du Bläder! Wo ist denn das EMF überhaupt? Hast du das? Ich hab's wieder ins Auto geschmissen. Wenn der Ding nicht gleich zeigt, hol ich die Hand und dann mal, wir gucken, was ich an den. Ursel, ich film das. Gerne. Peter! Peter, jetzt ist es nicht mehr lustig! Jetzt sei mal nicht so verpedert! Mikey, mögest du dein Licht kurz erlischen? Danke. Peter, du alte Bratwurst, jetzt komm raus! Hatten wir EMF 5?
Nein. Nope. Die hat man leider nicht. Das wird ja zum Shade passen, weil der ist ja schüchtern und so. Das ist aber Schade. Ja, also ja. Gut, den hat keiner kapiert. Doch. Geht's dir gut? Ich film dich nur. Nimm mal die Nase. Das sieht nicht gesund aus, was du da machst. Das kann ich mir gut vorstellen. Soll ich mal dein Knicklicht schütteln? Bitte was? dir ist schon bewusst, es gibt... Nur mal so als Info, es gibt Videobeweise, ich lade das alles auf YouTube hoch, ne? Guck mal, ich schütte. Nun. Hallo, jetzt ist mir warm, hör auf damit, ist ja schlimm. Ich mach nicht mal was, ich sitze hier. Also beiderlei Varianten, ich hocke hier in meiner Ecke und in Real Life auch in meiner Ecke. Bin ich Zernativ. Okay. Und haben wir was? Haben wir bis jetzt wieder mal was? Nö. Er huntet. Lebt er? Lebt er noch? Lebt er noch? Er huntet immer noch. Lebt er noch? Jetzt nicht mehr. War bestimmt wieder Mikey. Lebst du noch? Ja. Warst du im Wohnzimmer? Nö. Ah, ihr drei Pimmel steht hier drinne. Ja. Ja. Ja, guck mal auf meine Sanity, mein Freund. Ja, dann ist es doch mal schön. Weil wenn du aus dem Wohnzimmer raus bist, weil die jagt ja nicht, wenn man da mit drinne steht. Guck mal, in seinem Raum, wo er ist. Ja, das ist ja auch sein Raum, weißt du? Wenn du jetzt irgendwo hier lang gelaufen bist im Flur oder so, dann fängt er an zu jagen. Also. Also. Ja, siehst du, dann ist es so schnell. Soll ich mir wissen, wisst schon? Nein. Nein, das ist ein Shade. Ein Dämon ist es nicht. Ich würde aber auch sagen, dass es ein Shade ist, der, so wie der sich benimmt. Der ist so schüchtern, der jagt nicht, wenn wir im Raum drin sind. Er geht aus dem Raum raus, keine andere als sonst im Haus drin. Und dann fängt er an zu jagen. Ja, das ist schon echt schade. Oh. Alter. Oh. Oder er huntet einfach nicht und man sieht ihn nicht, weil der Shader nicht geladen hat. Komplett schade. Guck mal, sogar der regt sich auf. Ey, Peter, du alte Bratwurst, was machst du da drin? Bist du wirklich ein Freund von guten Witzen, wa? Ja. Wer steht denn jetzt überhaupt vor mir? Das könnte Mikey sein. Könnte. Willst du mein Knicklicht haben? Ja. Boah, jetzt wandert er die ganze Zeit durch den Putz oder was? Will er mich verarschen? Ja. Du musst quasi reinrennen und ins Wohnzimmer rennen, dann jagt er nicht mehr. Ich geh mal kicken. Genau, mach mal das. Ich guck von außen. Ey, Peter, du Kartoffel! Schnauze, Ursel! Trau dich selber rein! Was ist? Was ist Peter drum? Immer im Flur! Peter,
Ja, typisch Ursel. Von draußen große Fresse und dann die reintrauen. Das ist typisch. Für die Leiche haben wir jetzt einstellen. Oh ja, eine Fernbedienung, geil! Ich hab mir vor allem zu Weihnachten eine Universal-Fernbedienung gegeben. Hab ich auch Shade eingetragen und so? Ja. Ja. Okay, tschüss! Also wenn das jetzt ein Dämon ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Ja, nee, war die schade.